Sodala, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia, ich muss euch was sagen. Ich habe schon eine Folge aufgenommen gehabt, aber es hat hinten und vorne nicht geklappt. Probleme mit Audacity, Probleme mit der Capture. Yes, das na. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Und wir sind jetzt hier an einem ganz anderen Ort, und zwar auf dem Weg Verbesserung Wolfsschulenausrüstung Teil Nummer 6. Ich habe da auch, ihr habt eigentlich nichts viel verpasst. Wir haben da ein Schema gefunden. Dann haben wir gegen solche Monster gekämpft und jetzt sind wir hier auf der Suche nach diesem zweiten Schema. Aber ich finde es nicht. Ich habe dann auch noch im Internet nachgeschaut. Aber ich finde es einfach nicht hier. Hier ist zwar eine Truhe drinnen, aber dann haben wir, das kann ich euch glaube ich mal zeigen. Da haben wir nämlich ein wirklich sehr, sehr cooles Schwert bekommen. Allerdings allerdings ist dieses Schwert erst ab Stufe 46. Und zwar war es, ich zeig's euch nochmal, dass ihr Bescheid wisst. Genau, schwarzes Einhorn war es nämlich. Wir können es theoretisch schon herstellen. Wir haben das Zeug alles. Aber wie gesagt, erst Stufe 46, 133 mehr Schaden als unsere momentane Stahlwaffe. Und ja, das so viel dazu. Wie gesagt, können wir leider, beziehungsweise dieses Schwert war drin. Dieses Schema. Aber kein Schema von dieser Verbesserung der Handschuhe, komischerweise. Ich habe auch wirklich ewig lang geguckt, fast die ganze Folge. War ich hier und habe gesucht. Ich habe es leider nicht gefunden. Deswegen habe ich mir gedacht, dass wir erst zum nächsten Schema gehen. Und zwar die Verbesserung der Hose. Ist hier was? Hier ist auch nichts. Also wie gesagt, hier ist mal gar nichts. Deswegen gucke ich doch, dass wir vielleicht hier die ein oder andere Schnellreise tätigen können. Weil das halt doch ein ziemlich, ziemlich weiter Weg ist, wie ihr sehen könnt. Ja komm, weißt, dann gehen wir da rüber. Setzen da eine Markierung. Laufen geschwind rüber. Und gut ist. So wie gesagt, blöd. Vielleicht wieder ein Bug. Was ich sehr, sehr schade finde, um ehrlich zu sein. Aber okay. Damit muss ich jetzt leben. Wieso ist da ein Gegner? So bist du so wütend auf mich, Sven? Habe ich dir was getan gehabt? Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch, Freunde. Naja, okay. Wir machen jetzt hier Schnellreise, wie gesagt. Ist doch ein wenig ein Stückle. Und ja, reisen wir hier nach oben. Ach, da haben wir gleich einen Wachturm. Am alten Wachturm, um genau zu sein. Wie gesagt, ich habe im Internet nichts gefunden. Zumindest dieser Teil 6 nicht. Gibt es den überhaupt? Also klar gibt es den, ne? Aber den hat anscheinend noch kein Mensch gespielt. So. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ich hoffe, das klappt jetzt hier natürlich ein wenig besser. Hoffe ich doch. Ah, hier haben wir auf jeden Fall schon ein paar Fässer, wo wir aufnehmen können. Ups. Komm, Gerald, nimm. So, wegen Greiderschnaps.
So. Und hier ist vielleicht... Ja, vielleicht müssen wir hier nach oben. Man weiß es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall den Diamantstaub mit. Und hier backt es gerade auch wieder. Vielleicht gibt es auch gar nicht die Mission. Aber da müsste ja doch verdammt viel backen auf einmal. Und das ist eigentlich... Das ist schon fast unmöglich, sage ich ja mal. Aber wie ihr seht, gibt es hier auch nichts. Zumindest jetzt auf den ersten Blick. Ach, das ist doof, Freunde. Das ist doof. Hier ist auch nichts. Ich laufe mal ein bisschen außen rum. Irgendwie so einen Nebeneingang gibt es hier auch nicht. Hier waren wir gerade oben. Hier geht es dann auch nicht mehr großartig rum. Hätte ja sein können, dass jetzt hier noch was ist. Ist aber leider Gottes auch nichts. Denn hier haben wir nur das. Komisch. Naja, sehr, sehr schade, wie ich finde. Dann hätte ich gesagt, müssen wir leider Gottes davon jetzt mal ein bisschen Abstand nehmen. Dann haben wir hier, ja, Nebenquests haben wir das DLC. Dann haben wir hier Kräuter aus dem Wald von Ochsenfurt. Das können wir eigentlich machen, wie gesagt, den. Warte mal. Teil 6. Geralt fand eine Karte mit Hinweisen und Fundorte aller Hexenschemas der Wolfschule in der Hoffnung, seine eigene Ausrüstung verbessern zu können. Machte er sich auf die Suche nach ihnen. Jetzt pass auf. Wir haben angeklickt. Finde das Schema zur Verbesserung der Hose mit Hilfe deiner Hexensinne. Finde das Schema zur Verbesserung der Hexensinne. Also haben wir das schon. Also ist es ein Bug. Theoretisch, ne? Ihr seht der Beweis. Wir haben es schon. Deswegen machen wir Auftrag 35. Komisch. Theoretisch müssten wir beide haben. Oder müssten wir alle haben. Okay. Dann gehen wir halt wieder und begeben uns zur nächsten Reise. Wir gucken mal. Ich denke mal, ich werde... Jo, wir müssen nach Novigrad. Habe ich es doch gewusst. Und es gibt einen neuen Ladebildschirm. Also das gleiche Bild wie eigentlich in den letzten Folgen. Aber mit mehr Text. Das werden wir jetzt auch gleich... erfahren. So, weißt du was? Das ist nahe am DLC, Alter. So, weißt du was? Machen wir hier unseren Wegpunkt hin. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. Der elfische Wissende beschloss, die Unterstützung für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Eredins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. Ja, du gute Usurpator, verstehst. Eredin, du alte Hütte. So. Ja, blöd, ne?
Oh, diese Bugs, das ist so schade um das Spiel eigentlich. Ich sag mal, die ersten 150, 200 Folgen, die liefen wirklich bugfrei und momentan. Schade, schade, schade. Es ist so schade. Das Spiel ist wirklich perfekt, ja. Es ist einfach der Wahnsinn. Aber diese Bugs, ne? Ach, das ist sehr, sehr schade und dem Spiel nicht würdig. Muss man mal so sagen. So, dann sind wir doch jetzt hier wieder in Skellige. Und den neuen Ladebildschirm habt ihr jetzt auch mal mitbekommen. Das ist schön. Das ist schön. Wie es aussieht, läuft die Capture noch. Und Audacity von Star einigermaßen. Ja. Ach, ich habe überlegen, den goldenen Pyrol habe ich mir noch hergestellt, weil ich Schöllkraut gefunden habe. Bei der letzten Aufnahme, die ihr natürlich leider nicht bekommen habt. Es tut mir wirklich leid. So. Ist das jetzt... Dann wollen wir mal. Klauenspuren, Bissspuren, Rüstung zerfetzt. Klauenspuren, Bissspuren, Rüstung zerfetzt. Ja, und nu? Menschlich. Augenscheinlich keine weiteren Toten. Okay, durchsuche den Schauplatz mit Hilfe deiner Hexe, Senjata Gmond. Hier ist auch noch was. Kann ich interagieren? Flugmonster. Hatte die zweite Leiche in den Klauen. Hat nicht alles auf einmal ins Nest gekriegt. Ach Gott, ein Flugmonster auch noch. So, hier in der Nähe müsste noch was sein. Angeblich. Ich sag bloß, das backt hier jetzt auch schon wieder. Wow, wow. Ach nee, Jungs, oder? Seid friedlich, da tue ich euch auch nichts. Tut mir leid, aber ihr habt angefangen, Freunde. Ich wollte nicht gegen euch kämpfen, Liebe. Oh, Schwert. Beziehungsweise meine Axt. Müssen wir reparieren. Mama, du Kleiner, der gemeint. So, nicht Meister. Wir nehmen erstmal... Giselle, so. Ja, Monsterangriff. Durchsuche den Schauplatz. Haben wir schon. War hier noch was? Hier noch irgendwie ein Hinweis, irgendwo ein Hinweis. Ich spiele da echt mit dem Gedanken, das nochmal neu zu laden, Freunde. Nach der Folge. So, was haben wir hier Schönes? Stück für Stück der Spur folgen. Was? Neue Quest? Ist doch kein neue Quest. So, folge der Blutspur mit Hilfe deiner Witcher-Sinne. Ich bin gespannt, was da jetzt für ein Monster auf uns wartet. Ui, wow. Hier endet die Spur. Die verdammten Vögel müssen den Boden freigepickt haben. Aber den Rest der Leiche dürften sie auch gefunden haben. Ich muss nur dem Gekrächze folgen. Gratuliere, folge den Raben mit Hilfe deiner Hexensinne.
Oh, Schellgraut. Nee, das ist kein Schellgraut. Es wird lauter. Hier oben also. Ach, da ist das Monster schon. Ein Erzgreif. Was, wie heißt der Optimus Prime? Junge. Alter, schon tot, verdammt! Was ist das schon wieder für ein Vieh? Boah, ich glaube, dafür bin ich sogar auch noch zu schwach, oder? Kann das sein? Boah, Junge. Wisst ihr was? Dann machen wir einfach mit der Hauptquest weiter, oder? Ist jetzt nur mal kurz die Frage, wo der jetzt gerade wieder lädt. An welchem Punkt Erzgreif hat er gemeint? Dann schauen wir nochmal schnell kurz ins Bestarium. Dann sehen wir ja, was dagegen hilft. Ich denke mal Hybridöl unter anderem. Da zieht er mir noch gut ordentlich Schaden ab und dann. Ja, telekinetische Druckwelle ist einmal nicht schlecht. Dimeteriumsbombe normalerweise. Und dann, ja, gucken wir einfach mal, ne? Und das Game Plus, man kann ja dieses Spiel, wenn man das Spiel durchgespielt hat, gibt es ja noch einen Game Plus, wo man dann mit der Stufe, wo man aktuell dann das Spiel beendet hat, wo man damit dann nochmal beginnt, das ist schon krass irgendwie, ne? Stell dir vor, wir haben jetzt Stufe 32. Keine Ahnung, wie lange das Spiel jetzt noch dauert, aber ich sage jetzt mal, wenn wir dann Stufe 36, 37 sind, dann. Und wir beginnen von vorne. Ich weiß nicht, ob sich das dann auch alles so ändert. So schnell ins Glossar zum Bestarium. Hybriden haben wir sogar was Neues. Das sind doch keine Hybriden, oder? Hier, greifen. Nee, Kartetsche, Hybridöl und Art, okay. Alles klar, Kartetsche, Hybrid und Art. Und Insektoide, haben wir noch was? Was haben wir bei den Insektoiden als Neues? Ah, Harissi, genau. Er hat uns angegriffen. Götter, ich weiß nicht, was das war. Mindestens 4 Spannen hoch. Bauersfrau aus Wählen. Die Wälder und Sümpfe von Wählen wimmeln von Monstern. Diesen Umstand ist weiterhin bekannt. Als der Krieg die Flüchtlinge in das feindliche Umgebung trieb, beschlossen einige von ihnen, den Gefahren der Ebenen durch einen Rückzug ins Gebirge zu entgehen. Ihnen stand jedoch eine unangenehme Überraschung bevor. Der Schacht, in dem sie Zuflucht suchten, war von einer giftigen Krabbspinne bewohnt. Einem gnadenlosen, blutgierigen Monster. Der Hexer wusste, dass ihm da ein harter Kampf bevorstand. Die Krabbspinne hauste schon seit Jahren in dem Schacht und war mittlerweile sehr groß, sehr stark und sehr zäh. Ihre üblen Artgenossen war sie wohl aus der Nähe als auch aus der Ferne gefährlich. Außerdem war sie mit Sicherheit giftig. Der Hexer war folglich gut beraten, vor dem Kampf eine Schwalbe oder einen goldenen Pyrol oder beides zu sich zu nehmen, wenn er eine Chance haben wollte. Ein kleiner Trost bestand darin, dass das Monster empfindlich gegen Zeichen sein würde. Vor allem gegen Igni, Art und Jürden. Und außerdem gegen die Nordwindbombe. Der Hexer kam zu spät, um die Flüchtlinge zu retten. Er konnte sie nur noch rächen. Und so erschlug er die mächtige Krabbspinne und zerstörte ihre üble Brut, Freunde. So, wir gehen geschwind ins Inventar natürlich nochmal. Kartetsche hat er gemeint, ne? Drachen, Mondstaub, hier Kartetsche. Hybridöl. Da haben wir nur das normale, das ist schade, ne? So, Kartetsche.
Alter, es wird jetzt ein Fight hier wieder, ne? Könnte vielleicht klappen, Freunde. Bitte. Nein! Kurz davor. Und weiter geht's. Nochmal. Auf ein neues. Ach, fuck you. Scheiße. Nein, Junge. Ach Gott, oh Gott. Aber wir waren gut dabei. Wir waren sehr gut dabei eigentlich. Wir hatten ihn fast gehabt. Ja, fast, Franconia, fast. Du bist zu blöd zum Spielen. Ja Gott, was willst du denn machen? Komm, Freunde, das machen wir auf jeden Fall noch. In dieser Folge, das Viech schaffen wir locker noch. Und wenn es länger als eine halbe Stunde dauert, aber das schaffen wir. Und wenn auch hier ewig lang wieder der Ladebildschirm ist. Aber das backen wir. Ich habe gehört, dass es auf dem PC der Ladebildschirm nicht so lang ist, wenn du tot bist. Ja, aber für mich kein Grund, das am PC zu zocken, um echt zu sein. Nee. So, Freunde, auf jetzt. Auf in den Kampf, Torero. Na, geh jetzt drauf. So. Nochmal ins Inventar. Das müsste es sein, ne? Jo, Kartätsche. Und das Hybridöl. Nein, Alter! Jetzt haben wir ihn, Baby, yes! Nimm eine Trophäe, Junge! Und rein damit ins Fleisch! Boah, ein Plätzchen ist auch gleich da. Yes, das ist nah, so! Hol dir deine Belohnung von Hans ab. Da reiten wir doch gepflegt mit Plätzchen. Meditieren eine Runde. Kann ich jetzt nicht tun, weil ich auf Plätze hocke. Egal. Wir haben nicht mal die überlegene Kartätsche gebraucht. Sehr cool. Das war ja Stufe 35, ne, was wir jetzt hier hatten. Sehr cool. Und dann morgen machen wir ja nochmal die Folge. Machen wir mit der Hauptquest weiter, denke ich mal. Werden aber heute dann nochmal kurz rüberreisen. Entschuldige, aber das möchte ich doch nochmal wissen. Das ist mein Ansporn. Ich bin da immer sehr, ja. Es muss einfach klappen, auch wenn es backt. Von daher holen wir unsere... Schlimmer wird's. Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt. So, meine Freunde. Auch noch betrügen. Die Börse war voller gefälschter Hans! Und? Schon Fortschritte? Es geht dich nichts an. Das Monster ist tot. Ich habe es erschlagen. Es war ein Greif. Ein Erzgreif, um genau zu sein. In dem Fall bin ich dankbar. Erzdankbar. Deine Belohnung. Danke. Und holt in Zukunft einen Hexer, bevor es zu Blutvergießen kommt.
Jo, 300 Erfahrungspunkte, sehr geil. Geralt der Profi, geil. Yes. Auftrag, Quest aktualisiert. Abgeschlossen. Yes, so, jetzt gehen wir zum nächsten... wo ist der nächste? Das ist... Ist das sogar hier? Radovid hat uns eine Woche zu spät bezahlt. Ist es sogar hier, hat er gemeint? Der wollte uns auch noch betrügen. So, wir werden natürlich hier nichts klauen, klar. Halt, wir müssen da rüber. Da spielt die Musik in Ochsenfurt, da werden wir nämlich nochmal eine kleine Schnellreise nach Skellige machen. Und dann nochmal probieren hier, dass der Bug vielleicht nur ein vorübergehender Bug war und wir doch noch die... Ne, die haben wir ja schon, die haben wir ja schon. Ich Idiot, die haben wir ja schon. Wir haben ja diese Quest schon eigentlich geholt. Schatzsuche, hier seht ihr es nochmal. Findet das Schema zur Verbesserung der Handschuhe. Mit Hilfe. Ja. Wir haben es eigentlich schon. Warum es nicht. Ja, warum es nicht zählt. Das ist für mich. Ach nee, Edzardle. Das waren die vorherigen Teile. Weißt du, wie ich meine? Das sind ja auch zweimal Stiefel da. Das ist immer eine Erweiterung, quasi eine Verbesserung von dem, was wir hatten. Von daher vielleicht doch nochmal einen kleinen Blick wert, dahin zu reisen. Da werden wir aber die Quest gleich mal... Nein. Gleich mal markieren. So. Sehr schön. Dann machen wir das nämlich nochmal ganz kurz schnell. Gucken wir da noch hin. Da können wir hier gleich hinreisen. Komm, mach mir hier gleich. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. Der elfische Wissende beschloss, die Unterstützung für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Eredins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen, den Usurpator zu besiegen. Jo, und da... Ich weiß nicht, machen wir das jetzt noch? 28 Minuten. Knapp 29 Minuten. Komm. Freunde, das nehmen wir noch mit jetzt. Das nehmen wir jetzt noch mit. Ach, und dann sind die Viecher wieder da. Ach, das kann dann wieder ein bisschen dauern. Jetzt haben die tatsächlich nochmal neu gespawnt. Das waren die Viecher. Die... Ja, aber da renne ich jetzt einmal außenrum hier. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine große Lust. Ach Gott, da nerv mich. So. Dann kriege ich nicht einmal was von dem, verstehst du? Das sind mir die Besten. Wir können vielleicht, glaube ich, hier sogar hoch. Jo. Hier warten Wölfe.
Was haben die für eine Markierung? Hör, was haben denn die für eine Markierung hier gehabt gerade? Hallo? Das ist eine normale Markierung, okay. So, tut mir leid, meine Lieben. Aber wenigstens ja irgendwas zum Essen. Wir haben ja so wenig, ne? So, jetzt nochmal hierher, Freunde. Da müssen wir jetzt tatsächlich diesen Wiffer nochmal besiegen. Ach, hier geht's rein. Sag bloß, das ist es, oder? Nee, Quent, dein Glück, ey. Dein Glück, dass das jetzt hier nicht drin war, Freund. So, jetzt müssen wir diesen komischen Drachen nochmal besiegen. So, Kollege. Die tut eigentlich gar nichts, ne? Der tut eigentlich gar nichts, hat er gemeint. Die tut ja echt nichts. Wir gucken trotzdem uns hier mal ein bisschen um. Wieso greift er mich nicht an? Ist der doof? Hier haben wir noch was. Da backt es doch gleich mal wieder aufs Neue. Sehr schön. Ach, Junge. Okay, hier ist nichts. Mir sollte hier in der Nähe sein. Hier ist aber mal so gar nichts in der Nähe. Ja, sogar der greift nicht einmal an. Da oben haben wir was. Was war das da oben? Nee, oder? Ah, wir haben sie! Wolfshandschuhe! Yes! Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, willst du mich verarschen? Wer will die da finden? Liebe Freunde, dann hätte ich gesagt. Machen wir hier. Ich gucke nochmal auf die Weltkarte. Ach Gott, oh Gott. Ja, wir reisen dahin. Und dann machen wir eine Schnellreise nochmal rüber. Ach Gott, ich danke euch für eure Geduld. Aber sieht ihr, wenn man hartnäckig dahinter bleibt, dann klappt es auch mit dem Nachbarn, hat er gemeint. So. Was für ein Schwert. Ja, ne? Ach ja, mein Händler, liebe Freunde, dann machen wir hier eine Pause, bevor wir dann zum Händler gehen in der morgigen Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und bye bye, euer Franconia. Nein, dürft's nicht, wir machen Feierabend. Ciao, servus.